Am 24. November feierte die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest die Eröffnung der neuen Geschäftsstelle in Bad Kleinen. Die neuen Räume befinden sich in der Schulstraße 16. Vom 20. bis zum 23. November zog die Geschäftsstelle um. Ab sofort steht sie ihren Kunden wieder vollumfänglich zur Verfügung. Wir haben hier eine schöne, moderne, neue Geschäftsstelle. Und für uns endet damit ein bisschen eine Odyssee in Bad Kleinen. Wir haben mehrere Standorte hier schon gehabt und freuen uns hier nun langfristig an einem neuen Standort tätig sein zu können und unsere Kunden bedienen zu können. Für alle Besucherinnen und Besucher der neuen Geschäftsstelle gab es eine Rose zur Begrüßung. Ebenso wie die Mitarbeiter der Sparkasse freute sich auch der Bürgermeister von Bad Kleinen, Joachim Böllm, über die Eröffnung. Von einem Gebäude zum anderen zu ziehen, von einem Standort zum anderen zu ziehen, das war für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse sicherlich auch kein Vergnügen. Deshalb sind wir froh, dass wir vor 2 Jahren diese Idee hatten, gemeinsam mit dem Investor, der das hier mitfinanziert hat, beziehungsweise das Gelände zur Verfügung gestellt hat, sodass die Sparkasse jetzt einen eigenen Standort hat, ein eigenes Gebäude und hoffentlich auch mit dem Ziel, dass die Sparkasse lange in Bad Kleinen noch bleibt. Mit dem modernen Gebäude sind die Bedingungen für Mitarbeiter und Kunden optimal. Nach einer langen Reise scheint es jetzt so, als wäre das Ziel erreicht. Das hoffen alle Beteiligten. Die Öffnungszeiten aller Sparkassenfilialen sind im Internet unter der eingeblendeten Internetadresse zu finden.